Und damit einen wunderschönen guten Tag an allen Zuschauern hier beim 5. Deutschen Link to the Past Randomizer Turnier in der Gruppe, keine Ahnung, welche das ist, sorry, zwischen Teto und Necrosky. Ich bin der Gorm, der Liberalen, der wird demnächst dazu stoßen. Wir haben heute ein Standard-Start, heißt, wir starten von Nix aus, geben zum Onkel, der Onkel gibt uns ein Start-Item und dann werden wir noch die Prinzessin Zelda retten. Ja, Necrosky, relativ neu, glaube ich, in der Randomizer-Szene. Bin mal gespannt auf jeden Fall, wie er sich so machen lässt. Teto, ein eingespielter Hase in dem Randomizer. Also wird auf jeden Fall interessant sein, denke ich mal, wie beide den Seed beginnen, also was heißt beginnen werden, sondern gestalten werden. Mal schauen. Müsste auch gleich demnächst losgehen. Und da beginnen sie. Und wir haben in Links Haus schon mal Bomben. Was sehr schön ist, sehr angenehm ist, weil dann beide Runner die Back of Escape machen können. Plus dann eben halt auch noch Kakariko. Ein sehr, sehr angenehmer Start mit Bomben. Man hat es auch in Tetos Gesicht schon gesehen, dass er darüber gelacht hat. Und ja. Sehen wir jetzt auch gleich einen Map-Check von Teto. Ja, wir haben Blue Crystal auf Eastern, Blue Crystal auf Desert und Red Crystal auf Hera. Und unsere Startwaffe ist der Fire Rod. Und die Guards droppen Single-Bomben aus. Das ist sehr, sehr nett von den Guards. Und jetzt werden beide durch die Escape-Szene durchgehen. Zelda noch retten. Ja, und da haben wir auch den lieben Radin. Einen wunderschönen guten Tag dir. Jo, moin. Ich sehe schon, ja. Hab nicht viel verpasst. Nö, ja, hast nicht viel verpasst, nur lauter Bomben und den Fire Rod als Startwaffe. Aber ich meine, ist recht angenehm. Fire Rod, sehr starke Startwaffe, kriegst volle Magie, kannst damit eigentlich alles töten, was du musst. Und wenn du die Bomben nicht farmen musst, umso besser. Ja. Also, sehr angenehmer Escape, würde ich mal jetzt schon mal behaupten. Plus eben halt dann noch Kakariko. Nimmt man gerne mit. Jo. Kann man nicht klagen. Und die Bomben, die droppen, die Guards, die droppen und droppen, droppen die gesamte Zeit die Single-Bomben aus. Also, was Bomben angeht in Escape, muss man sich keine Gedanken mehr machen. Ja, die Guards haben halt das Bomben-Price-Pack. Die ersten drei Drops sind einzelne Bomben, das vierte ist ein Vierer-Pack. Dann kommen noch drei einzelne Bomben und am Ende als letzten Drop. Einmal ganze acht. Dann geht's wieder von vorne los. Aber wenn man Bomben will, dann gibt es hier halt wirklich genug. Ja, den Big Key sollte man schon aufsammeln, bevor man durch die Tür geht. Das kann durchaus helfen. Ist es dir schon mal passiert, dass du auch einfach so von der Tür standst und dich gewundert hast, dass du keinen Big Key hattest? Ja, regelmäßig. Beziehungsweise, wenn man es versucht, extra schnell zu machen und der Big Key dann halt eben noch nicht ganz unter Luft ist, dass man ihn aufsammeln kann und man schon zur Tür laufen möchte, dann kriegt man halt diese extra Textbox, die man wieder wegdrücken muss. Das
sollte man in der Regel vermeiden. Oh, interessant, Teto nimmt hier den langsamen Weg, ganz unten rum, ohne Boots, das Ganze etwas langsamer. Und wir haben gesehen, Necrosky ist wieder ein Stück rangekommen. Durch den besseren, bootslosen Weg. Ja. Und trotz allem sind sie beide jetzt wieder gleich auf. Einziger Unterschied, Teto mit 3 Bomben mehr, Necrosky hat einen Rubin mehr aufgesammelt. Nichts Weltbewegendes. Aber so gleicht es sich halt wieder aus. Der eine hat einen Rubin mehr, der andere 3 Bomben mehr. Ich denke mal, für den Anfang ist es ja nicht relevant. Ob man nun mal 3 Bomben mehr hat als der andere oder eben halt einen Rubin mehr hat. Gerade bei den ganzen Guard Drops. Täte hier ein etwas unglücklicheres RNG mit den Schlangen. Muss dann hinnehmen. Das kostet natürlich auch nochmal ein paar Sekundenbruchteile. Und wir kriegen auch den Cane of Somaria schon recht früh gereicht. Also ja. Wir haben schon 2 interessante Items. Ich sehe jetzt auch auf dem Tracker nochmal 3 Crystals in der Light World, dafür ein roter. Ja. Teto hat einen ganz, ganz frühen Map-Check gemacht. Beim Dropdown, beim Onkel. Natürlich interessant, weil 3 Pendants in Light Worlds, der Cane of Somaria muss gar nicht unbedingt required sein. Auch der Fire Rod, möglich, dass der gar nicht hätte required sein müssen. Und wir haben auch schon unsere erste Bottle. Damit können wir auch gleich, wenn wir nach Kakariko gehen, Sikit machen. Aber jetzt nach dem Fund des Somarias einen leichten Erfahrungsunterschied zwischen unseren beiden Runnern gesehen. Teto ja einer unserer erfahrensten und relativ starker Spieler. Hat sich zunutze gemacht, dass der Cane of Somaria mit seinem Block weniger Magie verbraucht, hat Quickswap auch direkt hingewechselt. Oh, und denkt anscheinend sogar dran, dass wir noch keine Karte gefunden haben und macht hier die Sanctuary Chest gar nicht erst auf. Auch das natürlich nochmal so ein kleiner 3 Sekunden Timesave, wenn man drauf achtet in der Standardsequenz. Dass man die Karte nicht gefunden hat, weiß man, okay, Sanctuary skippen. Ja. Das kann dann halt wirklich nochmal so dieser kleine Timesave sein. Okay, aber beide jetzt auch wieder auf dem Weg Richtung Lumberjack. Ja, Lumberjack check ich auch recht gerne, damit ich auf jeden Fall schon Bescheid weiß, ob ich dafür Agar 1 machen muss. Und wir haben... Was war das? Ein Buch? Hast du es erkennen können? Ich habe es nicht genau erkennen können, aber es war irgendwas Besonderes. Vielleicht Pilz? Ich meine, es war relativ gelb. Nee, das Buch. Genau. Das Buch. Es war auf jeden Fall nicht... Red du? Nee, darfst ruhig. Ja, auf jeden Fall, das Buch, das könnte für Desert Required sein. Sollte Maya ein Pendant sein und wir Chimera benötigen für Swamp zum Beispiel. Und dementsprechend haben wir auch jetzt auch noch die Moonpearl gefunden. Auf jeden Fall bisschen Potenzial dabei mit dem Buch. Andererseits, das Buch muss halt auch nicht wirklich nötig sein. Nur absolut hard required für die beiden Tablets. Desert kann ja mit Flöte mit und Spiegel auch über die Maya Area betreten werden. Von daher schauen wir mal, ob das noch relevant wird, dass wir das Buch dort bereits gesehen haben. Wir haben auf jeden Fall die Moonpearl. Das heißt, wir können uns in der Dark World schon bewegen, sofern wir denn hinkämen. Dazu fehlen uns noch ein paar Optionen. Aber hey, Flöte. Ja,
wir haben gerade eben von der Flöte gesprochen, da kommt sie. Was jetzt auch beide Runner so ein bisschen noch haben, ist leichter Geldmangel hier in Kakariko. Peter hat jetzt hier gerade diese 30 Rubine hinten noch rausbekommen aus Blinds Hütte. Wenn er jetzt aber einmal durch den Brunnen geht und dort alle Rubine und den Töpfen mitnimmt, hat er nur 90. Das reicht nicht, um den Bottlewender zu bezahlen. Das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich. Dann muss man sich entweder entscheiden, nochmal durch den Brunnen zu gehen, wenn es jetzt kein extra Geld gibt, oder eben darauf hoffen, dass die Truhen den restlichen Betrag noch geben. Oh ja. Andere Option wäre halt, du könntest noch skippen, da ist noch ein 20er, okay. Und jetzt da haben wir 300 so. Und dann nochmal ein 20er, also. Ja, man hätte sonst natürlich auch die Option gehabt, hier den Bottlewender zu skippen, aber das ist halt immer so ein bisschen riskant, wenn du da dann halt doch ein wichtiges Item zurücklässt, sagen wir den Hookshot oder so, und du flötest dann jetzt erstmal durch alle anderen Checks rum. Ist nicht so ideal, wobei halt auch mit der Flöte gerade im Speziellen kannst du halt jederzeit wieder zum Bottlewender zurückflöten und verlierst eigentlich kaum Zeit. Ja. Und wir sehen jetzt auch gleich, ob Nero Sky auch die Flöte direkt aktiviert. Ja, macht er. Er ist auch, also ich habe ihn nicht so wirklich gesehen, er ist auch relativ neu in der Rando-Szene, ne? Zumindest was hier jetzt das Racing angeht hier in der Community, ist er, glaube ich, wirklich sehr, sehr neu. Scheint aber schon außerhalb dieser Community für sich oder halt eventuell mit anderen recht solide gespielt zu haben, weil er bleibt hier Teto doch relativ dicht auf den Fersen. Also zeigt schon, dass er durchaus weiß, wie man Rando spielt. Mhm. Unser Kid gibt uns sein Schwert. Ja, das heißt, die Flasche auch gleich schon mal sehr angenehm, dass wir sie hatten, weil das Schwert so früh macht einiges leichter. Ja. Aber der Bottle Render, der hat uns mal wieder um 50% bestohlen, wie wir gesehen haben. Ja, ist jetzt nicht die angenehmste Art und Weise, wie man sein Geld anlegen kann, aber es geht schlimmer in Hyrule. Das stimmt allerdings. Werden wir vielleicht auch noch sehen, wenn wir zu Sora gehen und das Geld dafür haben. Und Race-Game. Ja. Und mit der Flöte macht das Routing so dermaßen angenehm. Einfach den Flöte ausrüsten zu 7 Flöten und man ist schon in der Sau-Show drin. Ja, eine frühe Flöte macht tatsächlich halt das Movement über die Map schon mal einiges angenehmer. Oh ja. Ja, der Spiegel dazu. Ja. Ich meine, sicherlich etwas, worüber jetzt gerade Teto nicht so traurig sein wird, weil Mirror-Flöte, das heißt, das Buch verliert sehr schnell an Relevanz. Oh ja. Und nebenbei ist jetzt auch Herr-Logik gekommen. Also Teto und Nico Sky können direkt, nachdem sie eventuell Ice Rock Cave waren, direkt auf dem Berg und Herabenden. Ist jetzt die Frage, sehen wir überhaupt Ice Rod Cave? Du hast jetzt die Flöte, das heißt, du kannst jederzeit wieder runter zu 8 Flöten, um zu Ice Rod Cave zu kommen. Man jetzt nach der Mini-Moldon Cave, wo es ja sowieso auch immer noch schneller ist, dann zu 8 zu flöten von hier aus, anstatt zu laufen. Kann durchaus sehen, dass wir jetzt vielleicht erstmal was anderes sehen als Ice Rod Cave. Ja, stimmt. Und Mini-Moldon Cave. Ja, außer das Isar-Medaillen sehr viel Liebe und ein bisschen Geld. Okay, aber Teto. Ja, und nimmt sie mit. Nimmt die 8. Aber ich meine, 2 Herzcontainer so früh im Spiel. Wir sind noch auf Greymail unterwegs. Jetzt nicht das Verkehrteste. Kann ja nicht überall jede Progression liegen. Wir haben schon ein gutes Stück an Items bekommen.
Ja, und Necro Sky. Und ja, gut, richtige Entscheidung mit Ice Cave. Ja. Ja, genau, auf jeden Fall richtige Entscheidung, aber Necro Sky hat wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gerade, dass er die Flöte zu arg nehmen konnte, wie ich es gerade eben dachte, nicht auf dem Schirm hatte. Ja, das sind halt tatsächlich dann auch viele Sachen, wenn du halt neu anfängst oder jetzt halt mit dem Racen anfängst, weißt du halt wirklich sehr, sehr viele von diesen Optimierungen einfach nicht. Und das ist jetzt halt keine Minute Unterschied, die das macht zwischen Laufen und Flöten. Aber das sind halt doch deine 5 bis 10 Sekunden, die du damit sparst. Und all diese kleinen Timesaves, die hat Teto natürlich jetzt über die Jahre, die er schon Rando spielt, alle das Wissen angesammelt. Von denen weiß er natürlich. Aber die dann halt erstmal zu kennen, das braucht seine Zeit. Und ja, die Erfahrung musst du halt machen. Und da bieten sich jetzt halt zum Beispiel gerade solche Restreams an, wie dieser hier, wenn man sie dann nochmal zurückschaut und okay anschaut, wie hat es mein Gegner geroutet gegenüber dem, was ich gemacht habe. Ja. So kann man dann lernen, okay, vielleicht zu 8 Flöten ist doch ein bisschen schneller, als da einmal hinzulaufen. Ne? Ja, und wir haben es jetzt gerade eben auch bei Tito gesehen, er hat den alten Mann von hinten geholt und ist auch direkt dann zur 6 geflötet, um Agina Cave nicht zu vergessen. Ja, bietet jetzt mit dem Hookshot dann für Teto gleich die Gelegenheit, hier aus Agina wieder raus zu save and quitten und zurück auf, zu sein auf dem Berg. Hm. Auch Agina, jetzt ein Check, den muss man nicht unbedingt so früh machen, den kannst du jederzeit einstreuen mit der Flöte. Aber andererseits, du möchtest natürlich, gerade wenn du weißt, bist der erfahrene Runner, du bist wahrscheinlich der spielerisch stärkere Runner, möchtest du natürlich so wenig Risiko eingehen wie möglich. Ja. Und jetzt gehen sie beide auch auf East das Mountain rauf. Bietet sich auch sehr angenehm an. Ich wäre persönlich wahrscheinlich direkt erstmal nach Hera rein, um dann East Desmond zu machen. Welcher Weg würdest du denn sagen, ist sinnvoller, schneller? Den die Runner jetzt gehen oder zuerst Hera? Effizienztechnisch würde ich sagen, wahrscheinlich hier die rechte Seite, einfach weil da mehr Checks sind, die dir auch Hera schneller machen könnten. Du hast jetzt einen Hera, deinen Fighter Sword, den du Muldorn bekämpfen möchtest. Der Weg hoch nach Hera ist lang und langsam. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Hammer hier kriegen würdest, könntest du nochmal zurückgehen. Mit dem Boots würde alles schneller gehen. Und mit dem Hammer hättest du auch eine bessere Waffe gegen Muldorm. Ist vielleicht sinnvoller, hier jetzt erstmal nach Paradox Cave zu gehen. Zumal, wenn du dann so Sachen findest wie den Bogen und Darkhold Axes, dann möchtest du vielleicht auch gar nicht unbedingt nach Hera. Andererseits, von hier aus kannst du jetzt auch nicht so gut nach Hera zurück, wenn du nicht eh schon hingehst. Beziehungsweise, wenn mit dem Hammer du dann rübergehen würdest, würdest du jetzt halt Spiral Cave so ein bisschen isolieren. Aber Hera läuft halt nicht weg. Kann man auch später noch hin. Und es sind nur 2 Items in Hera plus halt die Items oben auf Spectacle Rock. Muss man halt nicht unbedingt zuerst machen. Und wie gesagt, hier die rechte Seite bisschen schneller. Andererseits natürlich, wenn jetzt in Hera zum Beispiel die Titans mit wären, ne, du hast den Spiegel, dann könntest du halt jetzt nach Hera wieder runterspringen, auf die rechte Seite gehen und halt direkt den Dark Death Mountain komplett mitnehmen. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Da muss man sich dann halt immer je nach Seed, Tag und Laune entscheiden, okay, was möchtest du jetzt machen? Und wir haben jetzt auch gesehen, dass East Mountain eigentlich soweit nichts hat, außer eben halt den Bogen. Necro Sky macht einen 7 Quit, währenddessen Teto sagt, er geht Richtung Eastern. Sarshala Eastern. Palace. Ja, mit dem Bogen, wir können es full clearen. Leider ohne Handschuh müssen wir einmal über Saha gehen, können nicht erst nach Eastern rein und von dort aus zu Saha. Sind mehr Items. Mit Fire Rod kann Eastern auch nahezu komplett in Logik sein, mal abgesehen davon, was vielleicht in der Vanilla Big Key Chest ist. Ist halt das Play gerade mit etwas mehr Checks. Ja.
Ja, und wir haben auch gerade gesehen, dass Ice Palace unser Green Pendant ist. Andererseits natürlich beides ein Crystal. Also jetzt hier nach Hera zu gehen für Necro Sky ist auch nicht unbedingt verkehrt. Wird sich zeigen, was davon relevant ist. Wir haben auf jeden Fall das Cape gefunden. Das heißt, wir haben ab sofort Agar 1 Zugang möglich, auch wenn noch nicht in Logik da die Lampe fehlt. Aber mit Hammer und beiden Handschuhen immer noch nicht gefunden. Ist die Frage des Darkworld-Zugangs vielleicht schon etwas mehr in eine Richtung geneigt? Ja. Und wir sehen, dass der Biki in Hera im Hera-Basement drin ist. Necro Sky sagt sich, er holt sich den Biki, wird dann, ich weiß nicht, wie er vertraut er ist mit den Hera-Pots, aber wird auf jeden Fall dann alles mitnehmen, was es in Hera so gibt, jede einzelne Chest. Während Tito sich hier durch Eastern, ja, wurmelt. Herapod ist aber halt so ein bisschen so eine Sache, wenn der Biki im Basement ist, weil es besteht halt die Gefahr, dass du ein Item in der Big Chest skippst, beziehungsweise isolierst und willst du dann extra, wenn du Boldrum schon gemacht hast, nochmal in den Keller gehen, nur damit du nochmal hochgehst für die Big Chest. Ja. Wenn du eh vorhast, Hera voll zu clearen, gerade wenn du noch kein Item gefunden hast unten in der anderen Truhe, beziehungsweise im Käfig, ist es vielleicht auch einfach sinnvoller, von Anfang an zu sagen, ja, ich hol mir den Biki und Full Clear Hera komplett. Weil es einfach effizienter ist. Ja, und den Hera-Pod muss man halt auch erstmal geübt haben. Und, ja. Und wir haben jetzt hier das Master Sword in Issa gefunden. Ja, ich glaube, Teto hat langsam begriffen, dass es hier wohl wahrscheinlich ein Agassiz sein soll. Biki wäre absolut skippbar gewesen. Wir haben auch die Reaktion bei Necro Sky gesehen. Ich glaube, ihm ist bewusst, okay, Herapod wäre hier in diesem Seed eine Option. Und er weiß, dass Teto den kann. Denn warum sollte Teto Sachen nicht können? Ja, das stimmt. Teto hat ja auch den Diver Down sofort gelernt. Mit den Somaria, aber zuerst, ne? Amos aber auch in Logik. Nur der Kompass hier lamplocked. Hab nicht ganz aufgepasst. Ich glaube, wir haben noch ein Item auf den Amos Knights. Wir haben noch ein Item auf Amos Knights, ja. Wir haben bis jetzt aus Eastern den Bloomerang und das Master Sword raus. Und auch Moldo müsste noch ein Item besitzen, so wie ich das jetzt gesehen habe. Ja, aber das läuft halt sehr, sehr stark auf Magasit hinaus. Fehlt wirklich nur noch die Lampe und einer unserer beiden Bosse wird sie jetzt wohl haben. Oder kriegen wir vielleicht noch einen Handschuh, damit wir unsere Lampe ausbezahlen müssen. Ja. Und sehr schöner Modern Fight von Necro Sky. Und bekommt noch als Belohnung seine zweite Bottle. Ja, und sehen wir Necro Sky mit dem ersten Crystal hier im Race. Bisschen schneller fertig mit Hera als Tetos durch die es dann geschafft hat. Schöner Quickkill und die Flippers. Jo. So, nicht der Handschuh. Werden wir wohl die Lampe immer noch ausbezahlen können, aber haben jetzt halt noch ein paar mehr Checks, wo sie sein könnte. Ist jetzt halt noch die große Frage. Teto ist jetzt noch nicht nach Hera gegangen. Er wird, ne, oder wir haben gesehen, in Hera ist nichts, was er bräuchte für den Agar-Darkworld-Zugang oder auch generell für den Darkworld-Zugang. Das heißt, wenn Teto jetzt hier die Flipper-Checks abgeht, was er machen wird, die Lampe findet,
hat er die Option zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu Aga, ne, und riskiere halt, dass in Hera möglicherweise noch irgendwie mein Darkhold-Zugang versteckt ist, auf andere Art und Weise. Aber ohne Handschuhe bisher und ohne Hammer ist es halt schon sehr unwahrscheinlich. Ja. Und das könnte halt so Teto ein bisschen Zeit sparen, wenn er es schafft, dann Hera am Ende mit seinem Weg zu GT zu kombinieren. Dann spart er sich einmal das Klettern auf dem Berg. Und ich sag mal so, mit Flippers und Hookshots kann man eigentlich sich recht sicher sein, dass es ein Agassiz ist, wenn man weder den Hammer noch irgendwie einen Handschuh hat. Dass man eben halt über Aga in die Darkwood muss, um dann Richtung Village of Outcast zu gehen. Ja. Mein Teto hat sicherlich auch schon realisiert, ey, es fehlt wirklich nur noch die Lampe. Es ist so extrem unwahrscheinlich, dass Aga jetzt nicht unser Dark World Access ist. Ich hätte Teto in anderen Seeds auch schon gesehen, dass er jetzt einfach im Dunkeln zu Aga geht und sagt, Lampe brauche ich eh nicht. Ja. Das hier ist jetzt aber das erste Turnierspiel. Er weiß, er ist jetzt erstmal auf dem Papier der erfahrene Spieler, der stärkere Spieler. Und deswegen wird er nicht viele Risiken eingehen, und selbst wenn er weiß, dass hier die Lampe sein wird. Ja. Oder selbst wenn er sich absolut sicher gewesen wäre, dass die Lampe jetzt hier war, wie in Waterfall Ferry, hat es halt trotzdem gemacht, weil für den Fall, dass jetzt hier beide Handschuhe noch auf Soralich liegen, was nicht der Fall ist. Oder Hammer und Handschuhe, ne? Genau. Man muss es ja nicht riskieren, und wenn beide alles machen, dann ist es im Zweifel der Vorteil für Teto. Das heißt, da sehe ich jetzt eher nicht so das Risiko. Oder nicht so, dass er da jetzt viel Risiko gehen wird. Ist rot. Da haben wir unser zweiten Red Moran. Ist rot, ja, auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar rote Sachen, die hat man ganz gerne. Das ist der rote Bumerang nicht so unbedingt. Weil es ist ein rotes Item. Ja. Ja, und Teto sagt sich, gut, ich gehe jetzt auch auf Hera. Ist ein Crystal, wenn ich hoffe. Er hofft natürlich jetzt darauf, irgendwie da eventuell den Hammer auch noch zu finden in Hera. Wäre auf jeden Fall für Pot angenehm, selbst wenn es nicht der Dark World Access ist. Teto weiß, dass er jetzt nach Aga Zugang zur linken Seite der Dark World hat mit den Flippers, aber eben dieser Weg nach Hera hoch, es ist völlig in Logik, kann noch ein Handschuh liegen, kann noch ein Hammer liegen, ne? Wie gesagt, erstes Turnierspiel als stärkerer Spieler. Normalerweise Teto mehr für einen recht aggressiven Spielstil bekannt, aber durchaus verständlich, dass es hier jetzt nicht macht. Da hatten wir auch den Map-Check. Pendants oben links, oben rechts. Das heißt, unser Fire Rod möglicherweise optional, beziehungsweise sogar eigentlich, was Dungeon angeht, in Theorie komplett optional, weil selbst Ice Palace ist ja ein Pendant. Mhm. Ja, aber halt unsere Startwaffe. Und Red Crystal war Meier, so wie ich gesehen habe. Ja. Bitte? Habe ich leider nicht sehen können. Ja doch, ich glaube, Meier war das gewesen. Also ich habe gesehen Skywoods, Turtle Rock, Pendant, und ich bin mir eigentlich so recht sicher, dass Misery Meier unser Red Crystal ist. Ja, und Puma und The Tracker scheint dir auch völlig recht zu geben. Von daher vertraue ich euch beiden da mal. Und ja, auch das ist interessant, weil Meier jetzt nach Aga... Okay, wir müssen Mids finden, aber dann wäre halt Meier schon abschließbar, und dann hätten wir auch einen sehr frühen Red Bomb Zugang theoretisch. Oh ja. Ja, auch Teto hier denkt nicht mal an den Herapod, sondern geht direkt ins Basement. Möchte es nicht riskieren, gönnt sich hier die kleine Pause. Währenddessen Teto sein jetzt im Biki holt, ist Neko Sky bei den Amos Knights angekommen. Mal sehen, ob er auch so einen schönen Quick Kill hinbekommt. Er kriegt leider den Hit. Das Setup sah gut aus, aber kriegt dann den Hit, und dann passt es nicht mehr. Bisschen ärgerlich.
aber hat das dann noch recht gut wieder aufgefangen. Und seinen Crystal da mitbekommen und seinen Flippers. Ja, dann jetzt Teto, jetzt mit dem Heraport hoch. Spart nicht so viel Zeit, wie wenn man eine Big Key einfach jetzt skippen würde und dann eben nicht zur Big Chest gehen würde, wo nichts drin ist, aber es ist immer noch ein Time Save, wenn du ihn gut machst, anstatt da normal hochzulaufen. Man sieht anhand seines Gesichtsausdrucks, er selbst sagt sich jetzt auch, okay, ich hätte auch den Wiki sein lassen können. Ja. Ja, und es ist halt mehr oder weniger genau dieser Grund gewesen. Teto hat sich gesagt, okay, kein Risiko eingehen, muss ich jetzt nicht machen. Und dann sieht er, hätte auch nicht machen, ne, oder muss Wiki jetzt nicht skippen, sieht er, hätte machen können. Ja, und das sind natürlich dann immer die Situationen, wo du weißt, okay, du müsstest das, ne, oder du könntest das skippen, aber du traust dich nicht. Und jedes Mal, wenn du skippst, dann ist da was. Ja. Moonlight, LSS heißt Left Side Swamp in dem Fall. Und wir wissen, dass Teto einer ist, der gerne mal Left Side Swamp links liegen lässt. Wird er heute nicht machen, wenn er noch Items sucht und im Swamp ist. Ah, bist du dir da sicher? Ja. Es ist ein Turnierspiel und egal wie gut du dich fühlst in dem Routing, egal wie sicher du dir bist in einem oder vorne zu sein, du möchtest halt nicht verlieren, weil du deine Progression auf Left Side Swamp geskippt hast und dann halt alles andere gemacht hast. Dein Gegner geht einfach hin und spart sich 30 Minuten. Ich denke, da wird Teto sich sicher genug sein, um zu sagen, okay, die 2 Minuten für die beiden Checks, selbst wenn mein Gegner die skippt, die kann er wettmachen. Und in der Zeit, wo Neko Sky seine Lampe jetzt gefunden hat, ist Teto jetzt schon gleich in Aga Tower angekommen. Oder am Aga Tower angekommen. Oh, ein kleiner Vorteil auf jeden Fall für Teto. Hier der Raum ganz schnell gemacht mit 2 Fire Rod Schüssen. Ja, und Neko Sky wird sich gleich freuen über das, was Sora ihm gibt. Und zwar den Red Meringue. Neko Sky müsste wissen. Noch Agina und dann ist Aga Time. Aber zu diesem Zeitpunkt. Wollte ich sagen, es sah mir eher so aus, als wenn Neko Sky sich sagt, er wartet jetzt direkt Aga, er hat die Lampe gefunden und lässt erstmal Agina Cave links liegen. Es geht darum, er weiß, es ist nur noch Agina offen, ansonsten muss es Aga sein. Und Agina ist halt so ein Check, okay, das ist nur ein einziges Item. Es kann nicht Hammer und Titans mit sein auf einmal. Oder 2 von diesen 3 Sachen. 2 Handschuhe, 1 Hammer. Ah, Teto, kurze Reaktion. Diese Full Metal Reveal hätte er natürlich gern gehabt. Ja, ich gehe davon aus, dass Teto sagt, er geht Village of Outcast. Also mit dem Flippers Hookshot. Rüber Richtung Village of Outcast und bei Neko Sky könnte ich mir gut vorstellen, dass er eventuell zumindest nach Battles of Darkness rein dippen wird. Es ist eine interessante Situation. Wir haben den Fire Rod, Skullwoods ist aber ein Pendant, das heißt, da wollen wir nicht unbedingt hin. TT ist ein Crystal, aber ohne Hammer möchtest du nicht unbedingt fulgieren. Es ist ein bisschen schwer, weil du weißt, wenn du den Hammer in Village of Outcast findest, ne, an Tetos Stelle, dann kannst du halt Port beim ersten Dip Full clearen. Das ist schon attraktiv. Und man kann jetzt auch so denken, okay, wir haben den Bogen bekommen, der hat aber die Flippers auf den Armus Knights schon freigegeben, die wir dann gebraucht haben, um an die Lampe zu kommen für die Logik. Das heißt, es ist vielleicht nicht unbedingt Pot, wofür uns die Logik den Bogen gegeben haben wollte. Also, ich kann schon durchaus sehen, dass Teto zumindest erstmal den Rundtrip einmal links rum macht,
TT Front vielleicht checkt, vielleicht sogar komplett durchgeht und Hype Cave macht und dann erst Pot betritt. Denke ich, ist eine valide Option, aber. Obwohl, er könnte ja auch theoretisch, was ich zwar nicht denke, die erste Chest aus Swamp auch noch mitnehmen. Außer er findet unterwegs den Hammer. Auch da würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, das wäre etwas, was Tito vielleicht bereit wäre zu tun in dem Fall, wenn er sich dazu entscheidet. Einfach für den Fall, dass der Hammer da ist, dass er das nicht irgendwie seinem Gegner als potenzielle Option gibt, hier vielleicht massiv Zeit auf ihn zu sparen. Aber da muss man jetzt erstmal sehen, ob Tito sich der Faszination und der Anziehung von Pot entziehen kann. Ja. Vier Items in Logik in Pot ist definitiv etwas, das schwer auszuschlagen ist. Und erfahrene Renderer wissen, wie gerne Pot nach Agar die Progression hat, selbst wenn man auf die linke Seite kann. Aber auch Necrosky inzwischen schon bei Agar angekommen. Wird sich durch dieselbe Anzahl an Blue Balls kämpfen müssen. Ja, und Tito entscheidet sich für Pots. Ja. Wie gesagt, ich hätte es durchaus sehen können, dass Tito die große Runde geht, aber diese Situation. Einfach. Ja, das ist etwas sicherere Play. Du kannst aus Pot safe and quit sofort wieder zurück zur Pyramide. Für die große Runde dann. Ja. Wäre halt schön, wenn du den Hammer erst im Bildschirm Outcast finden kannst, damit du Pot nur singletippen musst. Nicht nochmal extra hier hinlaufen. Aber du kannst halt auch viele Sachen hier in Pot finden, die dir das Leben in dem Seed generell leichter machen. Und das wenn der Hammer einfach in Pot ist, dann ist es natürlich jetzt einfach mit am besten einfach schon hinzugehen. Ja, und Pot, sagen wir mal, jetzt ist hier der Hammer im Pot, ist auch allgemein so an sich sehr angenehm. Man hat den Mirror auch noch nebenbei. Also da ist Pot natürlich auch sehr, sehr angenehm zu spielen. Das wäre definitiv noch eine weitere Option zu sagen, wenn man den Mirror noch nicht gehabt hätte. Und da sehen wir es nochmal. Meyer ist der Crystal, der Red Crystal. Sehr ausführlicher Map-Check hier von Necrosky. Auch da wieder dieser Erfahrungsunterschied, wo man bei Tito halt gesehen hat, der guckt halt eine halbe Sekunde auf die Map, hat die wichtigen Informationen sofort rausgezogen. Ja, das ist halt alles Zeit, die du dir dann sparen kannst, wenn du die Erfahrung hast. Ja, und Tito hat jetzt hier auch zwei Small Keys in der Front schon gefunden. Also er wird die gesamte Front plus die Bullock-Seite spielen und auch nach hinten Richtung Dark U sich aufmachen. Währenddessen wir jetzt hier sehen, dass Necrosky gemerkt hat, oh, ich habe weder Hammer noch die Gloves, also muss ich die erstmal rüberschwimmen, um eben halt auf die rechte Seite linke Seite von der Darkwood zu gelangen. Ja. Und da war währenddessen der Handschuh in Pot, zusätzlich zu den Silvers. Sagt Necrosky hier mit dem Play Richtung Wildschirm Outcast. Kann ich durchaus verstehen. Wie gesagt, gibt einige Gründe, warum man das machen kann. In diesem Seed jetzt halt gerade vielleicht nicht das beste Play. Ah, wir haben es ja gesehen, was in Palace of Darkness schon alles gegeben hat. Was würde jetzt eigentlich Necrosky sehr gut weiterhelfen im Moment? Eigentlich die Boots, oder? Damit er da so ein bisschen die Zeit wieder aufholen kann. Boots wären vielleicht nicht verkehrt. Hammer wird auf jeden Fall Necrosky gut tun, weil dann kann er Pot in einem Trip abschließen und würde definitiv ein bisschen Zeit auf Teto sparen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel, was er jetzt großartig finden kann, was ihm hilft.
Weil er wird diesen anderen Handschuh aus Pott auch brauchen. Oder diesen Handschuh aus Pott brauchen. Selbst wenn er den anderen findet, ist das jetzt nicht verkehrt für Teto, der dann die Mitz halt in dem Fall bekommen würde. Das hängt jetzt halt auch so ein bisschen davon ab, wie viel sich entscheidet Nick Kroskay hier vielleicht zu checken und wo er dann eventuell was findet. Wenn jetzt Nick Kroskay sich zu einem Dip in Skullwoods rein entscheidet, Teto sagt sich, nee, keine Lust auf Skullwoods, beziehungsweise andersrum, vielleicht Nick Kroskay sagt sich, Skullwoods nicht reinschauen. Ist ja nicht so viel drin, Teto geht rein, lässt da ein bisschen Zeit liegen, weil da nichts ist. Das könnte jetzt Necro helfen, aber generell jetzt erstmal sieht die Wahl der Route doch recht gut aus für Teto. Ja, und Necro Sky hat sich entschieden, direkt Richtung Witch of Outcast zu gehen und nicht Skywoods erstmal zu dippen. Scheint wohl daraus hinauszulaufen, dass Helmer noch ein Item behalten wird. Und da sehen wir es auch. Teto mit dem Safe and Quit aus Pott raus. Direkt wieder zur Pyramide kommen, kann jetzt auch diese Runde drehen. Interessante Frage, die Teto jetzt vor sich hat. Wird der Catfish mitnehmen? Er hat ja jetzt den Handschuh, er kann es machen. Würde eigentlich so an sich gut ins Routing noch reinpassen. Weil ja, wann willst du Catfish so wirklich besuchen? Mit dem Mushroom vielleicht noch. Die Sache ist halt, du hast halt jetzt jederzeit die Wahl, Catfish einigermaßen okay wieder mit einzubinden. Du hast das Agar-Portal. Das heißt, du kannst diesen Weg relativ schnell wieder antreten. Du kannst jederzeit zur Pyramide zurück safe und quitten. Also es ist nicht der Zeitverlust, der sonst ist. Wenn du es nicht machst. Aber Peter sagt sich, kein Grund, das auszulassen. Kein Risiko oder wenig Risiko eingehen. Einfach mitnehmen. Ja. Ah, Nick Kroskay anscheinend nicht sehr glücklich darüber, dass er ein paar Dungeon-Items vorne in TT findet. Ja, man will schon da auch andere Items sehen als nur den Kompass und die Map und den Big Key, den wir auch gleich sehen werden. Unangenehm wird es, wenn er hier auch noch gleich den Small Key finden würde. Dann wüsste er direkt, dass auf der Big Chest noch ein Item liegen wird. Kriegt die Blue Mail. Ja, und entscheidet sich, TT zu beenden. Ja. Haben den Small Key noch nicht, also nicht wahrscheinlich, dass wir den Hammer jetzt hier noch finden in TT. Andererseits natürlich, dann kann aber auch sein, dass der Small Key sich einfach selbst wegschließt und zwar den Dungeon logisch Hammer lockt, aber wir kein Item zurücklassen müssen, was ja positiv ist. Teto noch ohne Blue Mail, muss ein bisschen aufpassen hier. Treffer würde ihn umnieten. Beziehungsweise ihn dazu zwingen, seine Fee auszugeben. Stimmt, die haben ja eine Bottom in der Fee bekommen, ne? Ja. Wird sich jetzt hier wahrscheinlich auch gleich rechts einmal die Herzen mitnehmen. Und das letzte auch noch. Dann passt das auch schon wieder von der Anzahl der Herzen her. Und Seastorm bis jetzt außer der Blue Mail nichts so weiter drin gewesen. Kommen noch zwei Items unten, aber ja. Sich bisher nicht so sehr ausgezahlt. Und schauen wir mal, ob Teto den Dip in die Front von Skullwoods reinmacht. Ich meine, wir haben den Fire Rod. Man könnte es sogar komplett abschließen, aber als Pendant möchte man das natürlich nicht. Andererseits, wir suchen halt noch unseren Dark World Access. Unseren normalen. Und solange du nicht weißt, dass du sinnvoll nach
Wildschirm Podcast zurück kannst, es ist immer etwas riskant, hier was auszulassen. Sagt sich zumindest auch Teto in diesem Fall und geht erstmal in die Front von Skullwurz reinschauen, ob er nicht doch vielleicht noch ein Item findet. Ja, und wir haben auch gerade auf Nikos Seite gesehen, was das Stunt-Price sind. Das sind 5 Rupees. Ja, und auch gesehen, was passiert, wenn ein Runner vergisst, dass man noch nicht die Handschuhe hat in TT, was selten vorkommt, aber manchmal passiert. Aber man kommt dann nicht, oder man kann dann nicht den Stein daneben. Und dann steht man erstmal eine Sekunde doof. Und wir sehen gerade, dass die Big Chest noch ein Item besitzt. Ja, zweites Mal ist Necro Sky jetzt hier dasselbe Gedankenfehler passiert. Auch das sind Erfahrungswerte, die musst du halt machen, weil diese Situation hast du wirklich nicht so oft. Obwohl, ich hab's gar nicht gesehen. Wie viele Items hat Necro Sky raus? 3? Oder 2? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass der Kompass raus ist. Das heißt, wenn, dann kann nur die Karte sein. Ja, vielleicht hat er ja auch Glück und findet hier auf Blind noch das letzte Item. Letztlich übrig gebliebene Item. Und Teto sagt sich, ja, wir machen Skullwurz komplett fertig. Das ist tatsächlich schon, eine Entscheidung. Da muss ich sagen, da spielt Teto jetzt aber sehr, sehr sicher. Pendant Skullwurz jetzt hier abschließen, das ist schon ein bisschen extra Zeit, die er dafür aufwendet. Und Blind hat unser letztes Item übrigens. Heißt also, die Map wird in der Big Chest liegen? Nee. Ich denke, wir haben noch ein Item drin. Weil wenn das wirklich Map und Kompass die ersten beiden Checks waren im TT, dann, ja, bleibt da ja nichts mehr. Ja, stimmt. Und Necro Sky entscheidet sich anscheinend jetzt auch zurückzugehen nach Skullwurz. Oh, da weiß ich nicht, was ich davon jetzt halten möchte. War noch nicht in Pot drin. Lässt jetzt ein Item in TT zurück und geht nicht Richtung Hype Cave, wo 5 Items drin sind, sondern geht zu einem Pendant Dungeon, der nur 2 Items beinhaltet. Und Teto gerade so noch mit einem halben Herz die Motte gelegt, bekommt da sein erstes Item raus, 20 Rupees. Das war eine sehr knappe Angelegenheit. Necro Sky musste auch gerade feststellen, den Weg, den er gehen wollte, da braucht er Handschuhe für und die hat er nicht. Ja. Und sagt sich jetzt vielleicht auch sinnvollerweise, dann lassen wir das auf Richtung Hype Cave. Naja, stimmt, Crazy. Sorry, ja. Du hast recht. Ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, dass in Seastone die ersten beiden Checks Map und Kompass waren. Wie gesagt, ich habe nur den Kompass gesehen. Ich konnte zu dem Map leider nichts sagen. Digging Game. Erster Ding. Erster Dick, 10er Bomben. Würde man sich öfter so wünschen. Ja. So. Teto geht jetzt noch die Big Chest checken. Und Smolky? Und K45 hat den Hammer. Da ist der Hammer. Während die andere Mail in Skullwurz ist. Ja. Und das kann wiederum für Necro Sky ein guter Vorteil sein, da er Curse of Darkness komplett abschließen kann, direkt mit seinen ersten Lips, so wie du es vorhin ja auch schon erwähnt hast. Ja, und Skullwurz nicht machen muss. Andererseits... Und der wird nicht machen muss, ja. Da ist jetzt dieses eine Item vor allem in der Thiefstone Big Chest, das Necro Sky jetzt nicht gecheckt hat. Man musste jetzt an der Stelle nicht unbedingt TT ohne Hammer abschließen. Wäre zwar in Logik gewesen, aber wir haben gesehen, Hammer war halt verfügbar. Ja, und auch da, Necro Sky, immer noch ohne Handschuh. Und das ist jetzt leider ein Fehler, der vielleicht durch leichte Frustration und Unerfahrung kommt. Man kommt zu Hype Cave ohne Handschuh, den man oben rumläuft.
Und das sind jetzt natürlich fünf Items, die ihm fehlen. Ja, die Nervosität. Obwohl, vielleicht wird er jetzt sagen, er geht von oben runter. Ja, könnte man, aber dann wäre es sinnvoller, erst Pot zu machen. Ja. Wenn da der Handschuh ist, dann kannst du einen normalen Dark World Access haben. Ja, und das macht er auch dann jetzt. Also er geht jetzt Richtung Palace of Darkness. Ja. Schauen wir mal, was Teto hier in TT macht. Ob er Anstalten macht, den Spiegel zu ziehen. Sind drei Items hinten, also kann schon durchgehen, aber er quickswappt schon und da ist tatsächlich Spiegel. Teto möchte das Risiko nicht eingehen, möchte erst noch runter Richtung Hype Cave. Ist sich relativ sicher, dass er jetzt hier nicht nochmal die lange Runde antreten muss und wird dafür belohnt werden. Dominik, die Glas waren in Patterns of Darkness. Ja, also Teto wird jetzt hier auf jeden Fall für seine Entscheidung in gewisser Hinsicht belohnt werden. Es ist nicht ganz so effizient, wie TT voll zu clearen oder gleich komplett TT zu machen, wenn nichts in der Big Chest ist, aber du hast halt nicht dieses Risiko, die Big Chest skippen zu müssen, wenn du auf den Hammer wartest. Das stimmt. Und dadurch, dass Teto ja noch nur die Front quasi gemacht hat, ist es auch nicht so viel Time Lost. Würde ich mal jetzt behaupten. Also es ist ein bisschen was, aber es ist nicht so viel tatsächlich. Naja, nicht so wie jetzt bei Nico Sky. Sollte in der Big Chest jetzt ein Item sein, was man benötigt für den Seed. Das dauert natürlich schon wieder länger, dann zur Big Chest zu gehen. Ja, das ist definitiv mehr Weg. Als jetzt bei Teto. Muss. Teto kann alles dann quasi beim zweiten Dip in einen Abwasch mitnehmen. Keine Reaktion über den Hammer. Keine Reaktion, nee. Eher so ein bisschen, ja, da liegt er jetzt. Schön, hätte ich Feuer gebrauchen können, so mäßig. Necro Sky den Hammer direkt nach den Silvers. Ah, und dann jetzt schauen wir mal. Jetzt ist so die Frage, wie wird Teto jetzt machen? Was wird Teto machen? Wird Teto jetzt erst Swamp gehen, dann Hype Cave machen? Oder erst Hype Cave, dann Swamp? Du machst zuerst Hype Cave, in der Regel. Allein schon, wenn die Boots in Hype Cave sind, dann wird Swamp 2000 Mal angenehmer. Und es ist halt auch wieder diese Left-Side-Frage. Wenn du Hype Cave noch nicht gemacht hast, dann hast du halt 5 Checks weniger, die dir bei den Entscheidungen helfen. Dich zu schlechten Entscheidungen treiben kann. Mehr Informationen in diesem Fall auf jeden Fall besser. Teto hier mit einer seiner Varianten, wie er Hype Cave checkt, weil er anders sein möchte. Es gibt tatsächlich keinen Grund, das so zu machen. Es ist nicht schneller in irgendeiner Art und Weise. Ja, und man sieht die Freude an Tetos Gesicht. Was Hype Cave so Schönes ihnen gegeben hat. Und zwar nichts. Das hängt, glaube ich, gar nicht damit zusammen. Teto überlegt jetzt, glaube ich, sehr stark, wie er den Seed von hier aus spielen möchte. Hat man, glaube ich, gerade sehr gut gesehen. Hat jetzt nämlich einige Optionen offen. Er hat normalen Dark World Access, aber keinen Zugang zu Hera. TA ist ein Pendant, das heißt, wir brauchen den Ice Rod nicht. Potenziell sind wir mit dem Punkt der Mids sogar schon in Go-Mode. Stimmt. Ja, und da ist jetzt halt wirklich, glaube ich, bei Teto die Frage, wie viel macht er in welcher Reihenfolge? Swamp ist ein Crystal, full clear, aber das ist auf jeden Fall jetzt erstmal der erste Anlaufpunkt. Aber gehst du direkt Left Side? Gehst du erst Zompus und danach Left Side? Gehst du überhaupt Left Side? Das sind jetzt die interessanten Fragen.
Die Antworten werden wir jetzt gleich wahrscheinlich erfahren von Teto. Ob er sagt, er geht direkt Left-Side oder er sagt, sich erst später oder überhaupt gar nicht. Interessanter Punkt hier schon, wir haben die Map bekommen. Das heißt, wir haben schon ein Item garantiert auf der Left-Side. Und sagen wir mal so, wenn ich jetzt, oder wenn wir jetzt noch den Big Key bekommen, dann würde ich sagen, wird Teto auch definitiv erst direkt Left-Side gehen. Wenn nicht, ist es noch so ein bisschen fraglich. Weil wenn der Big Key dann nicht auf der Left-Side ist und du musst, wenn du nach hinten gehst, nochmal mit dem Big Key rein, ja, dann läufst du auch wieder Wege doppelt. Ja, das heißt, wenn wir jetzt gleich ein Item bekommen unten in der Truhe, könnte ich sehen, dass Teto jetzt erstmal sagt, okay, Richtung Argus, wenn es die Mids sind. Oder wenn die Mids da sind, dann kann man vielleicht, ist man vielleicht schon im Go-Mode, dann könnte ich sehen, dass Teto tatsächlich hier nicht mehr Left-Side macht. Das ist ein Necrosky auf dem Weg zu Helmer. Ja, und das hier ist das erste Item. Jetzt ist halt wirklich die Frage. Gehst du direkt Left-Side für die Effizienz oder gehst du, weil du halt nur noch ein Item potenziell suchst, erstmal nach hinten? Du hast den Big Key noch nicht. Ja, und Teto geht erstmal nach hinten zu gehen. Ist, denke ich, die sinnvollere Option von denen, die du hast. Wie gesagt, wenn du den Big Key hier hinten findest und dann nochmal extra reingehen musst, nachdem du Left-Side schon gemacht hast, spart dir das auch keine Zeit. Na, zwei Items. Andersrum wäre jetzt die große Frage, wenn nur noch ein einziges Item im Swamp verblieben ist, ob Teto vielleicht bereit wäre, Left-Side Swamp zu skippen, aber ich will meinen, ohne Mids zu diesem Zeitpunkt kannst du eigentlich auch nicht mehr viel anderes checken. Wir haben jetzt gerade noch den Pilz gefunden, könnten natürlich die Mids haben, aber ich denke, Teto würde auch nochmal reingehen. Einfach, weil uns langsam so ein bisschen die Optionen ausgehen. Wir haben noch Spy Cave. Ich glaube, Teto hat... wir sind über Graveyard Ledge gekommen. Ja, Spy Cave wäre noch eine Option. Teto kann Pot noch fertig machen. Und das war's so ziemlich, oder? Ja. Neben dem Mushroom. Mehr Optionen. Hätte Teto da auch nicht. Und Helmer mit dem Tempered. Das wird Necrosky hier so ein bisschen bei dem Argus-Fight zumindest helfen. Ah, TT Big Chest, okay. Stimmt, Back of TT. Stimmt, Back of TT. Ja, und damit hätten wir nur noch ein Item in Swamp. Das ist jetzt halt wirklich eine doofe Sache. Er hat den Mirror in der Hand. Ich gehe davon aus, dass er sie jetzt mirren wird. Eventuell sogar auch Fake Powdern. Um dann den Hit abzugeben. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, so sicher wie Teto bisher gespielt hat, dass er tatsächlich jetzt dieses eine Item auf Left-Side bereit ist auszulassen. Wenn er die Mütz noch sucht. Ja. Das könnte interessant werden. Wir haben halt wirklich nicht viele Optionen mehr offen, wo die Mids noch anders sein könnten. Andererseits ist halt auch wirklich nur ein Item auf Left-Side Swarm. Und der Big Chest. Ja. Dazu haben wir halt noch die TT-Big Chest, die Necrosky auslassen musste. Den Pilz. Also, das ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon ein Risiko. Und wir werden ja gleich mal sehen, ob Necrosky sagt, er geht direkt erstmal Left-Side-Swamp.
Und dann werden wir jetzt eventuell erfahren, was das letzte Item auch in Swamp sein wird. Dafür wird uns Teto dann das letzte Item in TT zeigen können. Also, das ist jetzt hier schon eine Situation, ja, also Nikroska hat durchaus eventuell hier eine Chance. Wenn es Left Side Swamp ist und Nikroska geht hin, dann hat Teto jetzt hier, dadurch, dass er nicht nochmal hin ist, eine extra Minute verloren. Weil der Weg nach Swamp rein ist langsam. Ja. Das Einzige, was eventuell beide nochmal dann zum Gefängnis werden könnte, wären eventuell die Boots für den Big Key in GT, ne? Erstmal müssen wir die Mits finden. Ja, und, gut. Du erinnerst dich noch an das Buch, oder? Das ja, ist stimmt. Auch nur Buße entfernt. Also, stimmt. Es ist nicht gesagt, dass wir jetzt die Mits als nächstes Items finden. Also. Kann auch sein, dass wir die Boots für das Buch benötigen, das uns dann letztendlich eventuell die Mits dann bringt. Und jetzt lasst uns die Mits finden, aber wir brauchen Bombus oder Quake für Maya. Dann ist aber auf einmal die ganze Welt offen und wir dürfen suchen. Also. Wir wissen, dass wir bald etwas finden müssen, aber es gibt halt noch so ein paar Möglichkeiten in der Sache, was wir finden. Teto, bisschen Probleme mit den Silvers zu treffen. Das Problem dabei ist dann auch immer, wenn einer der Silver Arrows noch in der Luft ist, kannst du halt keinen nächsten schießen. Ja, aber auch da jetzt. Crystal für Teto. Ja. Beide mit Vieren. Ich denke, Teto wird jetzt als nächstes erstmal TT machen. Vielleicht den Pilz abgeben, weil es recht schnell geht. Möchten sich aber vielleicht für Fake Powder aufheben. Ah, okay. Hey. Ne? Keine Lust. Keine Lust. Ich meine, man hätte es theoretisch machen können, wenn man als nächstes TT macht. Erst Fake Powdern, dann TT machen, um die Magie wieder zu bekommen, dann den Pilz abgeben. Aber Teto findet einfach die Mits. Ist die für ihn angenehmste Option, war sich da wohl sicher genug zu sagen, okay, der Pilz, das ist es. Ja, und oh, jetzt und Maya checken, Desert checken, wenn er, und ja, dann schauen wir mal. Wenn jetzt dieser ist Teto im Gummut. Desert ist ein Crystal. Gibt zwei und Checks, die er bestehen. Ah, hat. Stimmt, die Boots könnte er da eventuell auch noch gebrauchen. Okay, Teto mit dem Gottvertrauen geht direkt hin und sieht, dass es Quake ist. Oh ja. Ja, dann jetzt also Maya-Chat und direkt den nächsten Check machen. Wir brauchen also noch mindestens ein Item. Brauchen wir auch noch das zweite. Der Mushroom-Schlitzer, der war in der Waterfall-Chest in Swamp. Ja. Hat Nico Sky gerade eben eingesammelt. So, hier sehen wir jetzt den kleinen Unterschied. Teto musste mit Spins arbeiten. Necrosky kann hier jetzt mit Slashes arbeiten, um die Puffs mit einem zu töten. Macht den Kampf ein bisschen angenehmer. Und wir sehen gleich, ob wir die Boots benötigen. Und ja, für die Right Side auf jeden Fall. Von logisch Boots schon mal benötigt. Schauen wir, ob wir den Seed vielleicht austricksen können. Nö. Das ist ein Item in Desert, aber das heißt, Boots brauchen wir auch. Ja. Ja gut, so viel dann zum Go-Mode. Und da kommen wir wieder zu dem Thema zurück, das Buch. Ja, wir wissen, dass wir die Boots jetzt hundertprozentig finden müssen. Und das heißt, dieses Quake-Medaillon, das ist nicht das, was du in diesem Seed sehen möchtest.
Okay, und Nekosky entscheidet sich nochmal für die Left Side Swamp. Dann Teto, oh, jetzt hier mal ein bisschen nach Magic noch findet. Schöne Safety. Das kann jetzt natürlich tatsächlich der Game Changer sein. Wenn Quake oder die Boots hier auf Left Side Swamp sind, dann hat Teto ein Problem. Und zwar ein großes Problem. Wobei, wenn es die Boots sind, vielleicht noch nicht so sehr, aber wenn es Quake ist, würde ich sagen, dann hat Teto ein gewaltiges Problem. Ja. Ja, Teto wird ja Thiefstone komplett machen, wird dann wahrscheinlich auch die Smith Chain mitnehmen, Hammer Packs und die Purple Chest mitnehmen. Ja. Und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, die TT Big Chest ist ja auch immer noch ein Check, den wir im Auge behalten müssen. Wenn jetzt Boots oder Quake da sind, dann hat wiederum Nekosky ein noch viel gewaltigeres Problem. Ja. Weil ich gehe davon aus, dass er so schnell nicht mehr Seastone zurückgeht. Könnte vielleicht auch noch möglich sein, dass er sich sagt, gut, jetzt habe ich den Witz, ich mache den Schmied mit den Hammerpacks, werde nochmal nach Seastone reingehen. Das wäre noch das Optimalste, was er daraus machen kann, sollte jetzt hier die Boots oder das Quake liegen. Ja, aber das ist schon sehr weit hergeholt, weil dieser eine Check in TT liegt halt wirklich sehr, extrem weit abseits. Und mit dem letzten Spiegel kannst du halt Smith Chain auch relativ zügig jetzt spielen und in derselben Zeit, wo du zur TT Big Chest läufst, halt einfach mal 3 oder 4 Checks machen, anstatt nur einen. Ja. Oh, linke Truhe, Left Side Swamp. Der Kompass. Kompass. Ist der Big Key Vanilla. Rechte Seite Big Key, sage ich jetzt. Es ist der Vanilla Big Key und wir dürfen die Ehrenrunde in Swamp drehen. Das heißt, wenn man Left Side Swamp in diesem Seed machen wollte, wäre direkt hingegen die bessere Alternative gewesen. Ja, ich meine, das ist jetzt gerade Nekrosky's Siegpoint, oder Siegcheck hier. Wenn er Progression hier findet, dann hat er sehr gute Positionen. Wenn nicht, ja, dann, Nein. Ja. Nur ein Herzcontainer, leider. Da hat sich Teto 2 Minuten gespart. Mhm. Und ich glaube, das wird zu diesem Zeitpunkt jetzt schon, doch recht schwer aufzuholen, wenn jetzt nicht Nekrosky noch eine gute Idee findet, wo er an Booster Quake kommt. Nein, geht jetzt Agina nachholen, bevor er den Pilz abgibt. Das ist auch nochmal ein paar Sekunden, die Teto wieder dazu bekommt. Und jetzt sehen wir, was in der Big Chase in Seastone drin liegt. So, jetzt Teto mit dem Big Point. Möglicherweise hier. Ne, na, der Seed bleibt offen. Beides rote Items, aber keins von beiden die Boots. Ja. Die Frage ist, was benötigen wir eventuell für Turtle Rock, falls wir da rein müssen? Wenn das dann noch das Bombus ist? So ewig viele Optionen haben wir jetzt hiernach auch nicht. Mit den Mids haben wir jetzt Ice Palace, was wir spielen können. Wahrscheinlich auch spielen sollten, es ist ein Crystal. Ja. Turtle Rock kann Ice auch... Ist Pendant. Ja, stimmt, das sind Green Pendant. Ja gut, das sind aber 4. Ha. Ich meine, es sind trotzdem 4 Items. Turtle Rock wäre jetzt offen, wenn wir Ether dafür bräuchten. Wären auch nochmal 4 bis 5 Items plus Mimic Cave. Ja, Nekrosky hier macht jetzt natürlich auch erstmal die Checks. Sieht, dass Maya Quake ist. Oder wird sehen, dass Maya Quake ist. Wird sehen, dass die Boots braucht. Ja, deswegen... Er ist schon ein Stück hinten dran, auch durch dieses Left Side Swamp Play, selbst wenn der Crystal Count bisher ausgeglichen war oder ist. Mhm.
Er muss jetzt halt diese Infos nochmal holen. Oder halt eben Quake oder Boots schneller finden als Teto, was problematisch ist, wenn Teto jetzt halt schon Checks machen kann, die Necrosky noch nicht gemacht hat, während Necrosky halt Sachen nachholen muss. Ich sag mal so, würden sie jetzt irgendwo, sagen wir mal jetzt auf dem Berg, also auf dem Darkness Mountain, noch das Powder finden. Und das Powder hat einer der Items. Da ist ja auch dann gleich die nächste Frage, wann kehren sie wieder zurück? Es ist zwar schnell mit der Flut dann wieder zurückzukehren, um dann zu powdern. Ja, und da kann halt wieder so ein bisschen der Routing-Unterschied zwischen den beiden vielleicht einen Ausschlag geben. Teto macht jetzt hier die Smith-Chain, weil er eh schon nochmal TT clearen musste und dann in der Nähe war. Wenn Necrosky jetzt das Powder findet, hat er die Smith-Chain noch nicht gemacht und hat mehr Grund, jetzt nochmal nach Village of Outcasts zurückzukehren, weil er da halt eben jetzt das Ganze ein bisschen verketten kann. Ja, also das wäre dann halt die Option. Die Frage ist dann immer noch so ein bisschen, wann würde denn das Powder auftauchen? Also wann würde Necrosky diese Option überhaupt haben? Ja. Als Purple Chest ist es auch nicht. Teto steht jetzt vor der Entscheidung. Was macht er? Ice Palace, Berg. Ich meine, wir haben Dark Death Mountain. Das sind 6 Items. Ist wahrscheinlich das Sinnvollste jetzt zu machen. Plus eventuell einen Zugang zu Tetherrock. Was auch noch ein Pendel ist. Und wir haben bei Necrosky, glaube ich, ganz kurz gesehen, wie er überlegt hat, okay, was jetzt als nächstes nach der Sat. Ja. Und entscheidet sich direkt auch für den Berg. Und ja. Jetzt sind beide doch praktisch wieder gleich auf, weil Teto eben halt noch die Smith-Chain gemacht hat und eben diesen TT-Double-Dip hatte bisher. Ja. Auch hier leichter Unterschied in den Routing und da und Tetos Erfahrung halt einfach wieder bisschen ausschlaggebender. Teto nimmt hier unten das Darkfeld-Portal, geht direkt über Super Bunny Cave hoch, um die Checks mitzunehmen. Necrosky geht nach oben zum TR-Portal für den Darkworld-Zugang. Das heißt, er wird jetzt hier zurücklaufen müssen zur Super Bunny Cave für die Checks. Ja. Und wir sehen... Bunny Cave, wenn wir mal sagen, oder? Super Bunny Cave. Ja. Ja, aber... Ist plus 300 Rupees, 600 Rupees. Und also was Geld angeht. Ist Ether. Also jetzt hat Necrosky die Option zu sagen, okay, wenn er direkt nach Third Rock reingeht und damit recht hat, wäre es ein großes Gamble von ihm gewesen, das sich aber hier auszahlen könnte und das er vielleicht auch hätte eingehen müssen. Ja, aber okay, er geht erstmal Hookshot Cave, ist und da wahrscheinlich ist voll da, ist Quake. Ja, aber trotzdem. Also, Feuerzugang haben wir schon mal. Die Sache ist jetzt, wir haben Zugang zu beiden Dungeons, zu Third Rock und zu Maya. Maya hat nur 2 Items, ist aber der Red Crystal. Das heißt, sind noch 2 weitere Items hinter. Andererseits, Third Rock ist komplett bis Laser Bridge in Logik, was dir 5 Items garantiert und die Möglichkeit gibt auf ein 6. Item. Wir haben Spike Cave, wir sehen, Teto geht nicht TR machen. Necrosky springt nochmal runter für Super Bunny Cave. Von oben reingehen wäre in dem Fall schneller gewesen. Aber das ist jetzt halt die Frage. Necrosky hat die Option, nochmal nach TA reinzugehen. Er hat's aufgemacht. Und wenn die Boots in TA sind, dann wäre Necrosky im Go-Mode. Und das wäre dann halt wiederum der Vorteil. Ja. Und Darkness Mountain hauptsächlich eigentlich nur Geld plus ein Quake. Ja, Necrosky macht nicht den Safe and Quit. Also er wird entweder Spy Cave checken, wo nichts war, oder eben nach TA reingehen. Und das wäre halt so diese Entscheidung, die Necrosky gerade braucht. Ja, und Teto entscheidet sich natürlich, durch ein buntes Quake direkt nach Maya reinzugehen. Necrosky hat sich auch entschieden, nicht Safe and Quit zu machen, sondern rauszulaufen und zu spiegeln und nach Maya zu flöten. Ja. Verständlich in der Route, aber okay. Läuft jetzt weiter Teto hinterher. Ich meine,
an sich gar nicht so verkehrt hier. Wir sehen ja auch, sie sind beide im Prinzip gleich auf. So ist es nicht. Aber ja, auf Dauer haben wir gesehen, wird sich Teto doch einen kleinen Vorsprung erspielen können. Und Nikos Gai bekommt jetzt auch ein bisschen Damage noch ab. Quake, das einzige Medaillon, was diesen grausamen Vogel nicht umbringt. Ja. Also zumindest Ether tötet ihn auch nicht, aber friert ihn zumindest ein, sodass er keinen Schaden mehr machen kann. Oder ihm dazu. Letztendlich können wir sagen, wer die Boots zuerst findet, der wird das Race höchstwahrscheinlich dann auch für sich entscheiden, ne? Kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Situation. Ist an sich nicht verkehrt, die Aussage. Ich sehe jetzt halt so ein bisschen das Problem, je nachdem, wie lange es dauert, bis beide die Boots finden, kann es sein, dass Nikos Gai sie so spät findet, dass Teto nicht viele andere Optionen offen hat, sie nicht viel später findet und dann halt mit Execution vorbeiziehen kann. Ja. Weil, um die Boots vor Teto zu finden, müsste Nikos Gai jetzt was anderes machen als Teto. Naja. Er hätte zum Beispiel nach Teto Rock eingehen müssen. Ja. Da das nicht der Fall ist, läuft er ihn weiterhin hinterher. Ah. Und wir haben auch das erste Item ja auch schon hier in Maya gefunden. Und was macht Nikos Gai da? Hey. Ach, nimmt den längeren Weg. Fishbone Room. Ja, ein Weg, den wir so an sich selten bis eigentlich überhaupt gar nicht sehen. Aber auch mal schön, das zu sehen, ne? Ja, kann schneller sein in gewissen Situationen. Allerdings, wenn du vorhast, Maya voll zu clearen, ist er langsamer. In fast allen Fällen. Ja. Und der Big Key, den wir jetzt schon gefunden haben. Teto wird nochmal die zwei Chests auf der Right Side nehmen, also die Big Chest und es müsste, glaube ich, die Kompass Chest sein, wenn ich mich nicht irre. Die jetzt noch nicht gecheckt wurde hier. Ja, es ist die Kompass. Ich glaube, das müsste die Map Chest sein, tatsächlich. Ah, Map Chest. Ja, auf jeden Fall und das zweite Item. Haben wir das zweite Item. Und ja, dann würde ich mal sagen, nach Maya entweder nach Icebattles rein, wo gerne auch mal die Boots sind, oder in High Turtle Rock. Ja, das ist jetzt halt so ein bisschen der Punkt, wo ich halt auch für Nikos Gai das Problem sehe. Er hatte die Option reinzugehen nach Turtle Rock. Jetzt nach Maya nochmal nach Turtle Rock zurückgehen, fühlt sich halt auch falsch an. Weil der Weg auf den Berg hoch ist lang. Wenn du den nicht machen musst, ja, das ist halt nochmal ein Extra bis zu dem Dungeon, wie du dadurch verlierst. Andererseits, da wäre halt nämlich vielleicht schon ein bisschen Race-Erfahrung von Vorteil, wenn man die hätte und das einschätzen könnte. Also ich bin mir fast hundertprozentig sicher, Teto wird als nächstes Red Bomb und dann Eis spielen. Stimmt, Red Bomb. Ja. Haben wir ja jetzt und dadurch. Da könnte man dann an Nikos Gais Stelle, wenn man das erahnt, wenn man das Gefühl für die Situation hat, bewusst nochmal zurückgehen nach Turtle Rock, weil das dann der Check wäre, den Teto als letztes machen würde. Und wenn die Boots da sind, dann könnte man halt sich so Zeit sparen. Ja. Das aber während des Races zu erkennen und eben diese Entscheidung dann auch in einer Situation zu treffen, wo du eben halt sie brauchst und sie dich nicht das Race kosten, weil du doch aus Versehen vorne bist. Ja, das ist nicht so einfach und das sind halt so diese Feinheiten, diesen in Anführungszeichen oder diese in Anführungszeichen falsche Entscheidung zu treffen, weil du sie für dieses Race brauchst. Und sie dann nicht zu treffen,
um dich das Race zu kosten. Das Usagi, das Buch, Kunst. Das liegt auf Lumberjack. Dafür ja, bräuchten wir auch die Boots. Genau, da bräuchten wir die Boots. Mit den Boots wären wir in Go-Mode. Das Buch werden wir heute nicht mehr sehen. Und Aga ist so tot, wie es nur geht. Ja. Außerdem halt für den Darkwood Access, den wir benötigt haben, über ihn. Ja. Deswegen ist er ja auch tot. Ja. Ich wusste jetzt nicht, dass du es wortwörtlich meintest. Aber gut, dass das Spiel nochmal in Aga vorsieht, dass wir ihn noch einmal sehen. Ja, es ist halt auch immer noch so diese Frage. Wir haben den Fire Rod als allererste Waffe bekommen für unseren Standard. Aber logisch gebraucht war er bisher nicht. Ich ja, doch. Doch. Außer jetzt hier für... Logisch gebraucht war für Eastern tatsächlich. Wir hatten Eastern, ja die Lampe im Waterfall. Ne, okay, dann Kommando zurück. Aber für Dungeons war er bisher nicht gebraucht. Red Bomb, das ist rot, das nicht. Das ist rot und das ist was, was niemand benötigt, ein Schild. Ah, Nico Sky bei Vitti angekommen. Geht die Safety-Variante mit den Silvers ein. Aber auch ein schöner Vitrious-Fight von ihm. Ja, der Fight halt mit Silvers tatsächlich eigentlich relativ angenehm machbar. Solange du nicht verfehlst, kommst du auch nicht großen ist Probleme. Und hier ist das angesprochene Play, was du gesagt hast, mit Rap-Bomb into Ice Pillars. Ja. Ist jetzt das Low-Risk-Play. Und ja, jetzt ist halt für Necrosky die Situation, er hat noch die Smith Chain offen. Er hat TR, er hat Ice, er hat die Red Bomb. Sieht nach der Red Bomb aus, wird also Teto weiter hinterherlaufen. Das ist das, was er für dieses Race halt eben nicht braucht gerade. So sinnvoll außer die Entscheidung auch ist. Außer er sagt sich nach der Red Bomb, dass er nochmal auf den Berg geht. Da ist halt schon der Punkt, er hätte eigentlich dann, wenn er das so entscheidet, wissen müssen, okay, Teto wird die Red Bomb auch sehr wahrscheinlich als erstes machen. Einfach weil sie eben gerade diesen Quake ist, was beide jetzt gerade bekommen haben. Es ist von beiden halt, wie gesagt, ein sehr sinnvolles Routing gerade. Es ist halt nur für Necrosky, der jetzt halt hinten dran hängt, eben genau das, was er nicht braucht. Um wenn er dieses Race gewinnen möchte. Schöner Icebreaker von Teto. Da ist Bombos, das nutzt absolut gar nichts, außer vielleicht Hilfe für Coolste. Das war übrigens das zweite Item schon, ne? Was wir hier in Ice Palace gefunden haben. Ja, bleiben noch zwei. Eins im Dungeon, eins auf dem Green Pendant. Geil, lässt sich noch eine Biene mitgeben von der Fee. Jo. Ah, da wird gespiegelt. Kommt die Flöte und wo geht es hin? 1 oder 8? Oder 3? Ja, das ist die Frage. Skalwurz ist ja auch noch offen. Und das ist die 3. Es ist die 3, ja. Ja, und somit denke ich, können wir an dieser Stelle fast schon sagen, das wird sich Teto höchstwahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen. Denn was auch immer jetzt Necrosky macht, oder Smith Chain vielleicht gerade noch. Aber Teto wird jetzt bald mit. Ne, genau, da ist nichts. Und Teto wird jetzt bald mit Ice Palace durch sein. Danach hat er noch Turtle Rock offen und dann hat er die Boots.
Ne, oder etwas, das hin zu den Boots führt. Und ja, Necrosky wird nicht mehr früh genug an die Boots kommen, denke ich, dass Teto das nicht aufgrund von stärkerer Execution in GT nicht, noch gewinnen könnte. Ja, und wir haben jetzt auch gesehen, dass Kurz, der hier im Eisbild ist, das letzte Item hat. Und vielleicht sehen wir ja auch Vanilla Boots in diesem Seed. Absolut möglich. Ja, und Teto benutzt hier nicht das Bombus, sondern direkt den Fire Rod. Schöner Kritik. Sauber. Gegen Kohlster, ja. Nur ein Herzteil. Dann wird er jetzt wahrscheinlich gleich auch das Green Pendant abgeben. Ja. Ja, aber Necrosky flötet jetzt gerade erst zur Purple Chest, während Teto halt zum Green Pendant geht. Und selbst wenn beide dann danach Turtle Rock ansteuern, dann ist Teto vielleicht 30 Sekunden hinten. Und ich denke, das ist eine Zeit, die kann Teto durchaus den Rest des Seeds aufholen. Ja. Ja, Necrosky anscheinend jetzt gerade schon am überlegen, okay, was geht jetzt noch? Was macht er als nächstes? Ja. Und er holt sich Spellwoods. Spellwoods. Sieht sehr nach Spellwoods aus. Und Schwert noch schwer für Teto. Ja. Das ist jetzt schon sehr geschenkt, das Seed für Teto. Ja, man hat an seiner Reaktion gesehen, er war absolut begeistert von diesem Schwert. Also es hätte nichts Schöneres für ihn da geben können, aber Teto weiß, okay, Boots TA komme und Necrosky nicht auf dem Weg nach TA. Das heißt, Teto ab diesem Moment auch definitiv endgültig vorne in diesem Seed. Ja. Ja, und das hätte Necrosky vorher, also hätte es verändern können, wo er schon Turtle Rock geöffnet hatte, einfach dann nach Oakshot Cave und Super Bunny Cave reinzugehen. Ne, es ist halt. Er hätte die Möglichkeit gehabt, hier sich den Sieg zu holen, aber das sind halt auch wirklich immer schwere Entscheidungen, die du treffen musst. Möchtest du wirklich, wenn du noch nicht in Maya warst, wo du gerade das Quake bekommen hast, eben den Dip in Pendant TA, der dauert sehr, sehr lange, den man nicht machen muss, möchtest du da committen? Dem Zeitpunkt, und dann, ne, also überhaupt kein Vorwurf hier an Necrosky, dass es Ganze nicht gemacht hat. Es ist absolut verständlich gewesen, es nicht zu machen, aber leider für die Spannung dieses Seeds hätten wir uns gewünscht, dass wir da vielleicht die andere Route sehen oder eben für die Chancen für Necrosky. Die Frage ist jetzt nur, wo jetzt hier in Turtle Rock die Boots liegen. Vielleicht auch Trinex, wenn wir jetzt hier noch den Ice Rod finden. Ja, ich meine, der Seed ist noch nicht, oder hat noch nicht alle Optionen ausgespielt, unsere Runner in ganz blöde Situationen zu bringen. Ja, jetzt lass einfach das Powder auf der Laser Bridge sein, damit der Ice Rod auf der Bed ist. Ist eine Option. Stimmt. Stimmt. Lass ist die Schaufel. Eine undankbare Situation ist es, aber es ist eine. Genau, lass die Schaufel in Mimic Cave sein. Ice Rod auf der Schaufel. Müsstest du auch nochmal hierher. Wer uns dann bei Trinex dann das Powder gibt für die Boots zum Beispiel. Ja. Möglich. Kann passieren. Boots auf Pedestal.
ist eine Option. Wir müssen nur den Ice Rod finden, dann haben wir alle drei Pendants. Stimmt. Also die einzigen Checks, die wir garantiert ausschließen können, sind die beiden Tablets, weil wir wissen, wo das Buch ist, und das Buch ist Bootslocked. Wir können das zweite Item in Desert ausschließen, weil das ist Bootslocked. Aber alles andere ist potenziell immer noch eine Option. Es ist nur garantiert, dass wir jetzt hier in TR irgendetwas finden müssen, das uns weiterhilft. Und dass Teto es zuerst finden wird. Und Nico Sky hat, glaube ich, sogar auch noch Catfish offen, ne? Könnte ich ja auch noch zum Verhängnis werden, wenn er sagt, er geht jetzt dann für den Zigscheck Catfish. Ja, könnte man zu diesem Zeitpunkt machen. Auch das sind dann wieder so Erfahrungen, da würde ich sagen, zu diesem Zeitpunkt im Race, wenn es Catfish war, du hast deine Gelegenheit verpasst, es einzurouten, vielleicht nicht mehr die sinnvollste Alternative ist, vor TR zu checken. Aber auch da ist es letztendlich, du hast recht, wenn du zum Item läufst und Unrecht, wenn du nicht hinläufst. Es ist halt für uns hier als Kommentatoren auch immer so unglaublich einfach zu sagen, weil wir beide Runner gleichzeitig sehen können und vergleichen können, okay, was könnte helfen? Aber das als Runner, wenn man eben halt nur sein Spiel und sein Spiel allein hat, auch nur ansatzweise akkurat einschätzen zu können, ist unglaublich schwer. Oh ja. Und in fast allen Fällen bist du eigentlich besser beraten, dein Spiel zu spielen, sich davon überhaupt nicht Wirle machen zu lassen und zu hoffen, dass deine Entscheidung, dein Spiel besser sind als oder sich besser auszahlen als das, was dein Gegner gemacht hat. Ja. Was in diesem Fall für Teto ausschlaggebend ist. Ne? Und da sind die Boots in der Big Chest. Teto weiß es, kann je wieder rausgehen, kann spiegeln, nach Desert fliegen. Ja, Omod, 1.30. Ja, und ich hatte es angesprochen vorhin, als die Kruskai TR geöffnet hatte. Es wäre das Play gewesen, was ihm in diesem Seed den Sieg gebracht hätte. Und wir sehen, er läuft jetzt auch zu Catfish. Ja. Jetzt läuft er auch zu Catfish. Also Turtle Rock wird auch seine allerletzte Option definitiv werden. So könnte ich es mir jetzt vorstellen. Er hat immer noch Eispellets offen. Er hat dann noch Eispellets offen, ne? Genau, also er kann sich immer noch sagen, okay, Ice Palace oder TR, wo gehe ich hin? Teto geht vielleicht TR, geht vielleicht Ice Palace, ich gehe TR, oder vielleicht sagt er sich, nö, keine Lust auf Ice Palace, ich gehe TR. Wäre noch eine Option, aber egal was davon es ist, oder ob er doch Ice Palace zuerst macht, Teto hat die Boots halt schon. Wird für diesen Seed leider nichts mehr ändern. Ach ja, und wie es gerade im Chat angesprochen ist, hat auch Neko Sky noch die Thieves von Big Chest offen. Ja, aber ich glaube, du kannst nur bis zu einem gewissen Grad Sachen jetzt nochmal nachchecken. Weil Skull Woods, Smith Chain, Catfish, das sind alles Sachen, da hat sein Routing sich halt für ihn nicht angeboten, da hatte er nicht immer die Optionen dafür oder hat sich halt vorher gegen entschieden in den Sachen. Für den Skull Woods hat sich gesagt, okay, das kann Teto auch sehr gut geskippt haben. Vielleicht jetzt mal reinschauen, wenn er erst nach Ice Palace gegangen ist, weil das mehr Items hat. Ne? Das kann man alles noch vernünftig sagen, warum man es jetzt macht. TT Big Chest war ein bewusster Skip. Ne? Oder bewusst riskierter Skip. Der so isoliert von allem anderen liegt, zu diesem Zeitpunkt kannst du da nicht nochmal sinnvollerweise zurückgehen. Weil der Hammer lag halt auch so, dass du den hättest haben können, bevor du nach hinten TT gehst. Naja. Ja, das ist so ein Check. Da hätte ich tatsächlich gesagt, da musst du wirklich committen, dass das, wenn es da war, dann hast du sowieso verloren. Dann brauchst du auch nicht noch hingehen. Ja, und wir sehen jetzt auch Nico Sky mit den Eisbär-Display. Ja, macht absolut Sinn, wenn man es runterrouten möchte. Es ist nur nicht richtig für diesen Seed. Oh. Und damit hat Teto seinen 7 Crystal, ne? Ja. Willst du denn unser tolles Spiel anmoderieren? Ach,
kann ich machen, aber das geht recht fix. 22 True Ninja T, einer hat den Big Key. Ihr könnt raten, wo. Ab in den Chat mit den Zahlen. Welche Zahl sagst du denn? 3. Ich sag 12. Tipp sie auch sogar nochmal ein, weil sie keiner weggenommen hat. Ja, ich musste meine jetzt ganz schnell eintragen. Nicht, dass da irgendjemand kommt und sagt, ja, ich nehme auch die 12, bevor kommt sie nimmt. 12 ist so immer meine Zeit, die ich gerne habe und gerne nehme. Tato geht jetzt auf dem Weg Richtung GT über die Dark World. Da frage ich mich immer wieder, was ist der schnellere Weg? Ist der schnellere Weg jetzt hier über Super Bunny Cave, wenn schon das Portal offen ist in Tadrock, oder ist der Portal, das Portal über Tadrock schneller? Minimal langsamer, wenn das Portal noch nicht offen ist. Wenn das Portal schon offen ist, sogar noch einen kleinen Ticken mehr langsamer. Aber kein Deadrock RNG. Und Deadrock RNG kann dich viel mehr Zeit kosten, als du ansonsten hier mit diesem Routing verlieren würdest. Also das ist ein Bereich von 2-3 Sekunden Unterschied. Oh. Und wie gesagt, kein Deadrock RNG, was dich gerne mal 5, 6, 7, 8 Sekunden kosten kann. Und damit mache ich mal einen Stopp. Tato beginnt links. Ja, er wird wahrscheinlich erst links, dann rechts gehen. Findet hier so noch den Burner. Absolut unhilfreich für Tato in dieser Situation. Kein Big Key in den ersten 5. Ah, kommt der Spiegel. Necro Sky nimmt Bombos und Fire Rod zur Hilfe für Colts, der seine Half Magic voll aus. 6-7, auch kein Bicky bei Tito. Ein kurzer Besuch im Tile Room, schauen wir mal, ob wir nochmal hin müssen. Acht bis elf gleich, die Truhen, Tato. Ein schönes Schild im Kompassroom, der Kompass, wie gelegen. Kein Big Key. Kein Big Key. Jetzt kommt meine Zahl. Die 12. Und das ist ein Raum, wo er eigentlich so selten liegt. Necrosky jetzt auch mit dem Buttersword ausgestattet. Ja. Und auch er wird jetzt nach Tadrock gehen. Ja, bleibt nicht mehr viel übrig. Könnte TT Big das machen, aber ich denke, da hat er zumindest auch sinnvoll richtig erkannt, das wäre nicht das richtige Play. Ja. Die 12 war es leider auch nicht, also damit bin ich ja auch raus, was das Big Key Guessing Game angeht. Und er nimmt den längeren Weg. Ah, Spy Cave. Die hat den Nikoskai, glaube ich, auch noch ausgelassen, ja. Ach, hat er auch noch ausgelassen, okay, gut. Natürlich auch noch eine Option. 13 auch nicht. Bis 17 jetzt. Ja, da kommt Spy Cave. Ja. Da verwirft Tito einfach mal eine Bombe. Man hat's ja. Da in der 16. 16.
auf der 16. Wer hat denn von unseren Ratern die 16 gewählt? Keiner. Oder? Also ich sehe keinen. Wir haben mit der 15 Kunstbanause drin, mit der 17 haben wir Usagi drin, aber keiner hat die 16. Ja. Maya hat sich ein paar Mal umentschieden und ganz final sich am Ende vielleicht nochmal auf die 16 geeinigt. Ja, doch, Maya. Aber da muss man dann halt auch sagen, na gut, 27 ist vielleicht etwas gewagt. Auf jeden Fall. Stimmt, leicht gewagt. Gelderan hat die 16. Tatsache, ist ja, ein Gelderan hat gegangen. Die 16 vor Maya sogar gesagt. Aber trotzdem, wir sagen zu beiden GGs, ne? Fürs richtige Erraten. Ah, Necrosky jetzt hier leider ein bisschen gedeadrockt. Das ja, ist und der dritte Deadrock kommt auch nochmal nach unten, gibt ihn einen Hit mit. Ah. Spielt das hier ganz solide runter, hat alles, was er sich vorstellen kann an Ausrüstung. Was denkst du, wird in seinem Kopf gerade vorgehen? Dass er ahead ist, dass er behind ist? Oder was würdest du in diesem, oder allgemein, wie würdest du in diesem Moment reagieren, wenn du eine Stunde 40 im Seed bist, gerade im Gauntlet bist? Ich denke, Teto wird das Ganze so entspannt jetzt gerade runterspielen, wie man zu diesem Zeitpunkt einfach nur sein kann. Du weißt, du hast den Seed nicht gut getroffen, du hast Last Located, du weißt aber auch, dass es ein langer Seed war. Ne? Und da ist halt wirklich die Frage, wie gut kennt Teto überhaupt Necrosky, wie gut kann er dessen Spielstärke einschätzen. Ich denke, wir haben gesehen, Teto hat sich gesagt, okay, er ist... sich zumindest relativ sicher, dass er nicht aggressiv spielen muss, sondern dass er schon der Gegner, der stärkere Spieler ist, dass er da sicherer spielen kann, dass er weniger Risiko eingehen muss. Und ich denke, er hat jetzt doch gesehen, dass Necrosky jetzt noch nicht fertig ist. Er weiß, dass die Boots als Go-Mode unter Umständen sehr spät hätten kommen können. Und es wird wahrscheinlich einfach darauf hoffen, dass der Seed lang war und Necrosky eben auch als letztes einfach in TA reingeht. Ja. Was er tut. Ja, was wir gerade hier sehen, ja. Weil viel mehr, wenn es dein Gegner nicht gemacht hat, ja, dann wird er irgendwann dort dran drücken. Da kannst du aber auch nicht mehr viel drum tun. Ja, und die Gelegenheiten waren da, das wird Teto auch wissen, aber Gelegenheit wäre auch gewesen, wenn dein Gegner jetzt zuerst in TA gewesen wäre, wäre er vielleicht auch schon fertig. Zeitpunkt. Ne? Das stimmt. Und je länger das dort dann nicht kommt, gibt vielleicht Teto dann auch mehr und mehr Gewissheit zu sagen, okay, vielleicht ist es einfach wirklich, haben wir beide dasselbe Routing gehabt und dann einfach entspannt zu Ende spielen, jetzt keine groben Fehler machen und dann hoffen, dass es gereicht hat. Weil mehr kannst du wirklich am Ende auch nicht mehr tun. Sich zu sehr mit seinem Gegner zu beschäftigen, hilft nicht weiter. Und damit ist Ara 2 auch down. Und wir werden vielleicht zum... Ja, ich wage es mir eigentlich nicht zu sagen. Ich sag's trotzdem. Zum kleinen, dicken, blauen Schweinchen runterdroppen. Ich frage mich immer noch, wie es sein kann, dass Ganon... ein Schwein darstellt. Musst du die Designer fragen? Aber naja. Erste Phase mit dem Butterschwert, 6 Hits. Zweite Phase auch 6 Hits. Dritte Phase die üblichen
4 Hits und hätte man jetzt keine Silvers, wäre es in der letzten Phase nochmal 12 Spins gewesen. Dadurch, dass wir aber die Silvers haben, sind es eben halt 4 Silver Hits, die man benötigt, um dann Gannon zu legen. Erster Sitz. Peter und mit Silver benötigt man nicht wirklich den Torch Glitch. Setzt hier sich das Triple auf, holt es sich und ja. Muss jetzt noch einmal über die Brücke laufen, die gleich auftaucht, nachdem diese kleine Animation vorbei ist. Und dann wird Tetris.